Hi Leute, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Und ja, heute geht es ein bisschen bunt zu, wie ihr seht. Ja, vorweg möchte ich gleich mal schon mal ein riesen Danke an Whisky und Vinyl sagen. Euer Päckchen ist heil bei mir angekommen. Ich wollte jetzt einfach nicht zwei Exoten direkt nacheinander besprechen, weil ich ja jetzt den österreichischen Whisky als letztes hier im Video hatte. Dachte ich zwischendrin was Gutes, Altes, Traditionelles, Schottisches und dann kann ich im nächsten Video wieder in die obskureren Ecken abdriften. Was haben wir heute? Old Pulteney. Und zwar, wir sind heute im Travel Retail im Günstigpreissegment bei der Lighthouse-Serie. Ich habe hier den Duncan's Be Head. Die Lighthouse-Serie ist eine Serie von Nass-Whiskys, sie kommen alle in Literflaschen daher und sind ja, im Endeffekt eine Mischung aus Ex-Bourbon- und Ex-Sherry-Fässern, die je nach Abfüllung im Endeffekt ein bisschen mit dem Mischungsverhältnis spielen und demnach auch dann im Preis unterschiedlich sind. Das hier ist eigentlich einer von denen, die einen größeren Bourbon-Fassanteil haben. Ich glaube, das ist der zweitgünstigste in der Serie. Kann man, wenn man die Augen offen hält, unter 40 € für die Literflasche bekommen. Ist halt ein Nass, sage ich jetzt mal böse. Andererseits, und dafür sollte man Pulteney ein bisschen in Schutz nehmen und loben, 46 Volumenprozent und nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Das heißt, was ihr hier seht, das ist ja ein natürlicher Goldton, sage ich mal, das ist echt. Pulteney selber liegt in Wick, ganz, ganz im Norden von Schottland, war lange Zeit die nördlichste Destillerie auf dem schottischen Festland, bis jetzt Wolfburn im Endeffekt wieder seine Pforten nach über 100 Jahren eröffnet hat. Und Wick war ein über die Jahre sehr von der Fischerei geprägter Ort. Und deshalb ist es eigentlich nur so konsequent, dass die Destillerie Pulteney nach Sir William Pulteney, dem Chef der britischen Fischerei Society, benannt war zum damaligen Zeitpunkt und nicht nach einem Ort, was eigentlich in Schottland ja sehr, sehr ungewöhnlich ist. Wie gesagt, er hat einen Anteil Ex-Sherry, Ex-Bourbon-Fässer, wobei die Bourbon-Fässer hier überwiegen. Und ja, Pulteney sagt man ja grundsätzlich einen sehr, sehr salzigen Charakter zu. Und die Destillerie selber ist 1826 gegründet, ist bis heute relativ klein geblieben. Sie haben nur einen Wash und einen Spirit Still mit einer sehr, sehr eigenwilligen Form. In dieser Form ist auch diese Flasche hier nachempfunden. Manche Leute sagen, oder die Legende sagt, dass die eigentliche Still zu groß war für das Stillhouse und deshalb oben einfach gekappt wurde. Wie viel da dran ist, weiß ich nicht. Pulteney, wie gesagt, wird jedenfalls ein sehr eigenständiger Charakter zugeschrieben. Gehört seit 1995 Invar House. Diese Lighthouse-Serie gibt es seit 2014. Wurde zwischenzeitlich auch mal erweitert, wobei ich glaube, man bekommt nicht mehr alle aus der ursprünglichen. Der Duncan's Be Head ist jedenfalls einer von denen, die man noch bekommt und die auch aus der Original-Dreier-Serie stammen. Ja. Will gar nicht weiter labern, ich kümmere mich mal um den Whisky. Reife, säuerliche Äpfel. Eine leichte Meeresbrise. Eine schöne Fruchtigkeit. Dazu eine kräftige Vanillenote. Ein bisschen Eiche. Also er riecht nicht jung. Der Alkohol ist gut eingebunden. Er wirkt an der Nase sehr, sehr fruchtig, sehr sommerlich fruchtig. Das ist ein klein bisschen so, wie wenn ihr irgendwo an einem See vielleicht spazieren geht und da steht so ein Apfelbaum mit Fallobst. Und da sind die ersten Äpfel runtergefallen und vielleicht hat einer mit dem Rasenmäher drüber gemäht und ein paar von diesen Äpfeln aufgeschlagen. Es sind insgesamt saure Äpfel, vielleicht wilde oder halbwilde Sorten. Aber sie sind so ein klein bisschen angegoren. Und das ist so die Assoziation, die ich hier in der Nase habe.
warme, weiche Töne und dazu aber irgendwie ein klein bisschen was Frisches wie von einem Gewässer. Könnte auch ja das Meer sein, es könnte auch ein großer See sein. Man hat ja einfach dieses bisschen Meeresbrise in der Nase, die eigentlich für Paltney ja eigentlich, ja, für die der Whisky berühmt ist. Alkohol wirklich gut eingebunden, sticht nichts. Es trägt die Aromen, aber nichts Scharfes, nichts Junges. Wenn ich jetzt länger rieche, kommt eine leichte Getreidenote mit hinten durch. Aber die ist wirklich im Hintergrund, es dominieren die Äpfel. Und eine relativ starke, ja, frische Brise, sag ich mal. Dann wollen wir doch mal sehen, was auf der Zunge kann. Ja, und jetzt kommen wir zu dem, warum ich diesen Whisky ausgewählt habe. Wir haben draußen sehr, sehr warm, gewittrige Luft angekündigt. Ich finde, das ist auch so ein schöner Vertreter von der Sparte. Kräftiger Sommerwhisky, der sich auch sehr schön am Abend zum noch draußen hocken eignet oder so. Sehr, sehr fruchtig. Ein beinahe mild süßer, leicht angegorener Apfelmus, Apfelsaft antritt. Süß, Honig mit drin, fruchtig, bisschen Vanille kommt durch. Und dann fängt er an anzuziehen. Dann fängt der Alkohol an zu schieben, dann prickelt es auf der Zunge, dann kommt eine Spur Eiche durch. Dann kommt durchaus eine Schärfe, aber keine unangenehme, sondern ja, eine kräftige Ingwerschärfe, ein klein bisschen Pfeffer vielleicht. Und damit rein spielt dann schon die erste Salznote. Und die ist relativ prägnant, weil während die Schärfe dann nach hinten wieder abschwillt, bleibt dem Abgang hier eine trocken salzig-maritime Note hängen, verfeinert mit einem Hauch Vanille oben drüber, einer ganz, ganz leichten Assoziation von Apfelsaft, von richtig süßem Apfelsaft. Der schwebt aber nur so im Hintergrund. Ansonsten ist es eher, ja, salziges Karamell. Eher leichte Vanille, also leicht nicht von der Geschmacksintensität, sondern von der Abstufung der Vanille. Keine schwere Bourbon-Vanille, sondern eher ein klein bisschen Vanillearoma oder Vanillezucker. Und dazu dann diese maritime salzige Note, ein klein bisschen Eiche mit drin, ein bisschen ja, fauliges Holz oder so hinten raus. Hätte mir keiner gesagt, dass da auch ein paar Sherryfässer mit drin sind. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte es nicht gemerkt. Man kann so, wenn man nach dem ersten Schluck nochmal dran riecht, in dieser leicht vergorenen Apfelnote, sowas ähnliches wie vielleicht so eine weiche Rosine, wie man sie im Apfelstrudel findet, als Assoziation noch entdecken. Aber das ist das nächste, sage ich mal, was irgendwo an Sherry rankommt. Macht aber nichts. Ich finde ihn ausgesprochen lecker für einen Nasswhisky. Ich finde den Preis sehr, sehr fair, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich überlege, dass ich hier eine Literflasche kriege für knapp unter 40 €, wenn ich die Augen offen halte. Über Design kann man natürlich streiten. Also ich bin kein Fan von knalligen Farben beim Whisky. Ich finde die Flasche sehr, sehr hübsch. Ich hätte es vorgezogen, wäre da oben kein oranger Plastikstopper oben drauf. Aber ja, am Whisky selber habe ich ehrlich gesagt nichts auszusetzen. Das will was heißen. Es ist einer von diesen Nass-Whiskys, die ich zum Beispiel auf eine Stufe stellen würde mit dem Glengarry Founders Reserve, der durchaus was taugt. Ich würde ihn, obwohl ich den nicht schlecht finde für den Preis, einen Tomaten-Nass vorziehen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, der überrascht mich positiv. Und er hat eine schöne Entwicklung im Mund. Er fängt süß und weich an, zeigt dann, dass er Kraft hat und klingt dann richtig maritim, leicht trocken, leicht süß gleichzeitig hinten aus. Und ja, ist für so ein Whisky eigentlich richtig noch spannend. Insgesamt jedenfalls für Paltney definitiv hier. Falls ihr
brauchbaren, sommertauglichen Whisky sucht, der sicher auch im Winter schmeckt, da habe ich keine Bedenken, finde ich das hier eine optimale Abfüllung. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt den hier oder den 12er vorziehen würde, wenn ich jemandem einen Einstieg bei Paltney empfehlen würde. Weil der 12er ist ein Tick runder, ein Tick gereifter. Allerdings mit 40% abgefüllt und gefärbt. Für etwa denselben Preis auf den Liter bekomme ich hier nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. 46%, dafür kein Alter. Jetzt hängt es davon ab, was ihr bevorzugt. Bevorzugt ihr lieber ein klein bisschen kräftigeren Alkohol und mehr salzigen Charakter hinten raus? Greift zu dem hier. Wenn ihr einen runderen Whisky, der niemandem wehtut, sucht, ist der 12er für den Preis immer noch absolut sein Geld wert. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich letztens einen für 24 Euro gesehen habe, ich habe mir gerade einen auf die Seite gelegt, weil ich Paltney eigentlich gern mag. Des Weiteren gibt es in der Standard Range noch einen sehr feinen 17-Jährigen, der zieht leider im Preis auch ein bisschen so bedenklich auf die 90 Euro langsam zu an. Ist das meiner Meinung nach aber wert, der kommt auch mit 46% und nicht kühl gefiltert daher. Der 21-Jährige ist inzwischen leider, da auch nicht mehr aufgelegt wird, unerreichbar. War allerdings auch immer ein toller Tropfen. Ja, ich hoffe, das war interessant. Der erste Paltney, den ich hier auf dem Kanal bespreche, dann gleich ein NAS. Aber einer, der sich durchaus lohnt. Und das sage nicht nur ich. Selbst Ralphie, der ja auf seinem Kanal keine NAS-Whiskys bespricht, verweist in einem seiner Paltney-Videos darauf, dass die durchaus eine gewisse solide Qualität haben. Das ist aus seinem Mund ja fast schon Lob, muss man sagen. Würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet und mir ein Like und ein Abo dalasst. Und ja, beim nächsten Mal gibt es dann belgische Eulen. Und nochmal ein extra Danke dann an die Jungs von Whisky und Vanille. Ich habe mich sehr über das Gewinnspiel gefreut und ich freue mich jetzt auf den Whisky. Aber erstmal trinke ich meinen Paltney leer. Bis dann.